Wow. Ich habe gerade mega Freude, weil ich habe gerade das Kit-Set von doTERRA bekommen, und ich mir bestellt habe. Ich habe ja normal verfallen, ätherische Öl und Raumsprays und Massageöl und Nahrungsergänzungsmittel haben sie auch etwas. Und Parfüm, Naturparfüm. Ja, und jetzt bin ich per Zufall auf doTERRA gestoßen, auf das Kinderset. Wobei, es ist ja nicht nur für Kinder, es ist auch für Erwachsene geeignet. Und ich bin einfach so begeistert. Ich finde das so genial, wie die das gemacht haben. Sie haben da eben so einen Aufsatz, wo man es zum Beispiel an einen Rucksack machen oder einen Schulartikel, dass man es mit kann in die Schule. Und so hat es dann auch die entsprechenden Ölmischungen. Das sind alles Mischungen. Und dazu hat es aber so ein Büchlein, wo ja, einfach zeigt, für was das es ist. Das ist zum Beispiel wie eine Umarmung. Wenn man sich ein bisschen allein fühlt, zum Beispiel. Das ist so eine Sportmischung, wenn man sich verletzt. Da ist, wenn man ein bisschen Stärke braucht, ein bisschen Kraft braucht. Da ist, wenn man ein bisschen Bauchweh hat, nach dem Essen zum Beispiel. Da ist zum Schläfeln. Wenn man nicht so gut einschlafen kann, wenn der Tag vielleicht ein bisschen drüber links ist und die Gedanken nicht so nicht gut abschalten kann. Und da haben wir natürlich noch den Thinker. Der ist für die Schule. Also das ist effektiv für Schulkind, weil das sollte man nicht unter 6-Jährig nehmen. Denn da hat es Pfefferminzöl drin. Und Pfefferminzöl ist für Kinder unter 6 Jahren nicht geeignet. Also ich finde es wirklich ganz herzig gemacht und genial gemacht. Und jetzt nehme ich gerade mal eins für mich. Brave. Was ist jetzt Brave? Ich bin nicht unbedingt der beste Englischredner. Ja. Brave ist jetzt da, gibt einem Stärke. Und jetzt nehme ich das einmal. Jetzt kann ich das einfach aufdrüllen. Und das kann ich jetzt mir boah, so fein. Wow, geil. Anentun. Zum Beispiel da ist der Vagusnerv, der beruhigt. Aber natürlich auch ja, Nerven beruhigt. Da wäre die Thymusdrüse, die ist auch ganz gut zum ja. Und eben da zum Einschnaufen. So fein. Man kann es an alle möglichen Orte drauf geben. Ich habe es jetzt auch gesehen, sie tun es vielfach auch in die Hände rein. Und dann da den Deckel geht wieder drauf. Und dann eine Art verreiben und einatmen. Also ich finde das wirklich ganz genial. doTERRA ist von Irland, wenn ich das gesehen habe. Und ich finde da wirklich etwas absolut genial, auch wie das Ganze aufgebaut ist, wie das vernetzt ist, wie du untereinander austauschen kannst, untereinander unterstützen kannst, helfen kannst. Ich finde es wirklich absolut genial gemacht. Das ist eben da das Set, die Box. Ich habe halt überall jetzt da die Deckel, weil ich die so cool finde. Und die haben dann auch so ein Fächchen drin, wo du es reinstecken kannst. Und dann kannst du die effektiv
einpacken, gut einpacken. Und auch das kannst du mitnehmen, wenn du in die Ferien gehst, wenn du wandern gehst. Einfach unterwegs, wenn du oftmals zum Beispiel Bauchweh bekommst oder dein Kind. Da bist du wirklich froh, wenn du das dabei hast. Oder wenn jetzt du an einen Kurs gehst und lernen willst und du merkst einfach, oh, du magst irgendwie gar nicht mehr so gut aufpassen und dich nicht mehr so gut konzentrieren. Dann nimmst du den Thinker, der für die Schule ist. Und dann wird das garantiert besser möglich sein. Oder wenn mal etwas ist, wenn du mal etwas gehört hast, was dir nicht so gut tut, kannst du auch, nimmst den, den ich jetzt gerade genommen habe, Orange, Brave. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, wo du unterwegs wirklich eine gute, geniale Unterstützung hast. Und ich finde es cool. Ich habe mich so gefreut auf das. Ich habe es nicht mögen erwarten, bis er endlich da ist. Jetzt ist er endlich da und ich werde ihn wirklich zuvorderst haben. Dass ich wirklich in jedem Moment irgendwie, wenn ich das Gefühl habe, jetzt brauche ich etwas, daran denke, dass ich da etwas habe. Und es macht es einfach auch einfacher, statt, ja, also ich arbeite ja seit 25 Jahren mit ätherischen Öl und wenn dort gezielt etwas suchst, dann musst du immer anschauen gehen oder ich tue es einmal intuitiv ziehen. Dann muss ich das immer zuerst noch so vorbereiten und dann schauen, ja, was passt jetzt gerade in dem Moment, was brauche ich jetzt gerade. Und das ist wirklich genial, da kannst du schauen, für was das ist, du hast ein bisschen hin, weil das sind Mischungen. Und Mischungen, bei Mischungen ist es einfach so, dass das verschiedene Öle sind, die sich gegeneinander unterstützen. Weil die haben ja, jedes einzelne Öl hat hunderte verschiedene Wirkstoffe drin. Und das ist eine Art Synergie, die sich da ergibt, bei Mischungen. Und die unterstützen sich gegenseitig. Und das ist das Geniale an diesen Mischungen, dass das eben so kannst, beim einen ist es mehr für da, beim anderen mehr für da. Und das macht es einfach auch leichter, um es so anwenden können. Und ja, ich finde es wirklich ganz genial, dass das auch vor allem wirklich jetzt auch für Kinder speziell konzipiert ist. Weil genau im Kinderalltag brauchen wir so Sachen unterwegs. Und ja. Also ich habe dort auch noch ein Einstiegsset zusammengestellt, wo man einzelne Öl kann, zum Beispiel das Lavendelöl, das Teebaumöl, Pfefferminzöl, was ja eben nicht für Kinder unter 6 Jahren ist, das möchte ich wirklich betonen, weil das ist etwas, was man vielfach nicht hört, was einem nicht gesagt wird, aber es ist nicht gut, wenn man das vorher verwendet, bevor sie 6 sind. Und ja, eben wie gesagt, dort habe ich wirklich so ein Set zusammengestellt als Einstiegsset. Pfefferminz zum Beispiel ist einfach genial für uns Erwachsene, Bierkopfweh, weil es hat Menthol drin. Und man kann das einfach tropfen direkt da, wenn man Nackenschmerzen hat, direkt in den Nacken tun, da, wenn man Kopfweh hat, da bei den Schläfen nicht tun. Oder wenn man da oben, also mehr da Kopf hat, kann man es da auch nicht tun. Man muss einfach eben aufpassen, dass es nicht ins die Augen langt. Und der Dampf kann natürlich auch in die Augen gelangen. Und da muss man einfach wahnsinnig aufpassen, wenn man das so macht. Darum ist es einfach wichtig, auch wie man ätherische Öl anwendet. Und das kann man lernen. Ja, wenn du dich interessierst für das Einstiegsset, ich werde das demnächst mal vorstellen. Im Moment, ja, konzentriere ich mich gerade ein bisschen auf das, weil ich möchte die Mischung wirklich alles jetzt ein bisschen raus testen. Ja, und damit arbeiten, weil ich finde es einfach wirklich absolut genial. Es ist wirklich kompakt, praktisch zu mitnehmen, unterwegs, egal wo du hingehst. Man hat immer wieder mal etwas, wo man froh ist, wenn man etwas dabei hat. Es hat auch übrigens etwas für Verletzungen. Jetzt muss ich ganz schnell schauen, welches das ist. Schnell schauen. Rescue. Das ist bei Verletzungen. Wenn man eben Sportverletzungen hat oder
Einfach je nachdem kann man die Sachen verwenden. Ich werde auch noch eine neue Anleitung machen, wo ich auch meine Kenntnisse noch reintun werde. Weil ich finde es so wichtig, dass wir nicht sonst diesen schweren Kühlen ergreifen, die uns Ärzte anbieten, sondern eben zu der Natur zurückgreifen. Dass wir zurück zu der Natur gehen, weil Gott eine Schatzkiste ist. Wirklich die beste Medizin. Meiner Meinung nach. Die andere Medizin, die westliche Medizin, die sind erdölbasiert, Petrochemie. Und das ist körperfremd und macht unseren Körper kaputt. Unser Organ, unsere Zellen, alles. Ich nehme einen Abstand von der Medizin. Ich gehe schon mein ganzes Leben lang eine Art der Medizin aus dem Weg, so gut wie möglich. Es gibt natürlich Fälle, wo man es wirklich fast nicht umgehen kann. Aber so wähle ich den natürlichen Weg, Naturmedizin, pflanzliche Medizin und zurück zur Natur.